Erster Redner ist der Kollege Streibel, bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegen und Kolleginnen. Die Schaffung von Sondergerichten für einzelne Gruppen von Rechtssuchenden ist der falsche Weg. Dieses Zitat stammt nicht von mir, sondern ist die Quintessenz der Stellungnahmen des Deutschen Richterbundes zu den geplanten Investitionsgerichten bei TTIP und CETA. Meine Damen und Herren, diese Stellungnahme sollte für uns ein Weckruf sein. Der Deutsche Richterbund vertritt die Richter und Staatsanwälte aus ganz Deutschland. Und dazu gehört auch Bayern. Und ich darf darauf hinweisen, dass die bayerischen Staatsanwälte auch ein Teil der bayerischen Exekutive sind, die hier im Plenum links und rechts von mir sitzen sollte. Der Deutsche Richterbund vertritt damit also Teile der Exekutive und der Judikative, also zweier der Gewalten. Da ist es nur recht und billig, wenn wir als Legislative uns hier und heute mit der doch heftigen Kritik dieses Verbandes auseinandersetzen und wir als Freie Wähler die Sorge der Rechtsgelehrten in das Plenum tragen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass nunmehr auch der endgültige Text des Abkommens zwischen der EU und Kanada vorliegt, wird es langsam ernst. Hier steckt das Investitionsgericht ebenso drin wie in TTIP. Und wir können bald schon mit dem Abschluss und der Ratifizierung von CETA rechnen. Dann wird es für unsere Justiz ernst. Deshalb fordern wir Freien Wählern in unserem Antrag die Staatsregierung auf, ihren Staatsanwälten und den unabhängigen Richtern zu folgen und sich gegen das Investitionsgericht stark zu machen. Dazu gehört es auch, sich notfalls im Bundesrat gegen CETA und TTIP zu stellen. Welche Risiken sind es, die die Richter und Staatsanwälte sehen? Der rechtliche Schutz der Investitionen soll weitreichender sein, als es unsere Subsidiarität und unser Föderalismus erlaubt. Meine Damen und Herren, diese Gerichte sollen Rechtsprechungskompetenzen in einer Reihe von sensiblen Bereichen erhalten. Zivilrecht, Verwaltungsrecht, Sozialrecht und Steuerrecht gehören dazu, so der Richterbund. Wir würden also die Rechtsprechung hierüber an irgendwelche Instanzen außerhalb unseres bewährten Gerichtssystems aus der Hand geben. Der Deutsche Richterbund geht sogar noch weiter und argumentiert, dass auch die Rechtsetzungsbefugnis der Union und der Mitgliedstaaten nicht gegeben ist. Meine Damen und Herren, das wäre ein harter Tobak, wenn dies die Folge der Pläne der EU-Verhandlungen wären. Es ist im Übrigen auch unseren eigenen Richter und Staatsanwälte, die diese Kompetenz hier in Frage stellen. Und wir als Landtag, die wir uns die Verteidigung der Subsidiarität doch auf die Fahnen schreiben, müssen doch bei der vorliegenden Sachlage Flagge zeigen und solche Investitionsgerichte letztlich verhindern. Nach dem Willen der EU-Kommission werden es Richter sein, die noch nicht einmal als unabhängig gelten können. Mit einer angedachten Aufwandsentschädigung von ungefähr 2.000 Euro pro Monat in der ersten Instanz kann ein solcher richtender Posten bestenfalls ein Nebenerwerb sein. Das heißt, über wichtige Fragen entscheiden dann Nebenerwerbsrichter und keine Profirichter. Und das kann nicht sein. Meine Damen und Herren, der Deutsche Richterbund stellt auch zuerst fest, dass es hier wohl weniger mit internationalen Gerichten zu tun haben, als vielmehr mit ständigen eingerichteten Scheingerichten bzw. Schiedsgerichten, die hier sozusagen institutionalisiert werden. Und damit stehen wir letztlich wieder am Anfang der ganzen Debatte, dass wir wieder die Schiedsgerichte haben, bloß in einem anderen Gewand. Meine Damen und Herren, ich kenne natürlich die Argumente und auch das Ansinnen der amerikanischen Seite. Die haben ein großes Interesse daran, die internationalen Regeln an ihren angloamerikanischen Recht auszurichten. Und schon das sollte für uns ein Warnzeichen sein, dass wir versuchen, hier unseren romanischen Rechtskreis weiter zu verteidigen. Und des Weiteren wird auch bemängelt, dass es möglicherweise mangelhafte Justizsysteme in Europa gibt.
Aber dann sollen diejenigen doch die Mängel benennen, dass wir diese Mängel in einer Justizreform ausräumen können und nicht daneben eine Parallel- oder Scheinjustiz herzustellen. Von daher, meine Damen und Herren, sind wir der Auffassung, dass wir uns hier auf unsere nationalen, demokratisch legitimierten Gerichte berufen sollten und hier den Bürgerinnen und Bürgern und auch den Unternehmen effektiven Rechtsschutz gewähren können und sollen. Und hier nicht auf die Kompetenz und Effizienz und auch Kostenersparnis von der ordentlichen Gerichtsbarkeit verzichten. Denn wir wollen einen geplanten Systemwandel im Rechtssystem hier begegnen und wir als Freie Wähler wollen dies verhindern. Bitte unterstützen Sie unseren Antrag. Dankeschön.